Moin Leute, was geht? Eine weitere Runde Battlefield 1. Kriegstaube, der neue Modus, den ich bisher eine einzige Runde gespielt habe und bis jetzt zur Hälfte verstanden habe. Aber genau deswegen spiele ich jetzt noch eine zweite Runde, die jetzt in 10 Sekunden losgeht. Dann wollen wir mal schauen. Also was ich bisher gecheckt habe, die Taube spawnt wohl, genau, immer random irgendwo auf der Karte, so wie jetzt. Dann müssen beide Teams versuchen, die zu kriegen. Dann wird die Taube fliegen gelassen. Wie das geht, weiß ich nicht. Und dann weiß ich nicht genau, was passiert. Irgendwas stand ja in der Spielbeschreibung. Genau, von wegen, lass sie fliegen und mach die Gegner sichtbar oder so ein Kram. Ich hab Kollegen im Boden. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Der Feind hat die Taube. Wow. Okay, das war vom Kollegen. Nicht weiter schlimm. Wer schreit hier so rum? Wer macht hier so einen Krach? Oh, der macht Krach. Jupp. Jupp. Mit dem Karabiner, ey, wie ich diese Dinger hasse, ne? Naja, geht's weiter. Der Feind hat die Taube geborgen. Na, wo geht's längs? Komme ich hier raus? Zur Taube. Ah ja, hier. Wo ist sie jetzt? Da. Ich glaube, der muss die irgendwo hinbringen, oder? Also das reicht ja scheinbar nicht aus, die einfach nur zu haben. Oder muss er eine gewisse Zeit die Taube haben? Das weiß ich echt noch nicht. Okay, jetzt hat er sie. Und da ist ja so ein komischer Kreis über seinem Kopf. Der weiß ich nicht, was anzeigt. Sag mal, was ist los mit dir? Ja, kriegst du, aber da brauchst du nicht so rumschreien. Das kannst du einfach ganz normal sagen, mein Freund. Sag mal, du rastest hier auch aus, oder was? Ihr seid ein paar richtige Vögel, ne? Oh nein. Na. Oh, Artillerie. Alter Schwede, der ist mir aber in die Arme gelaufen und hat gerufen, töte mich, bitte töte mich. Scheiße, ich hab noch nicht die Gasmaske auf. Weg damit. Erste Granate. Eine Taube wurde geortet. Da kommt auch einer. Oh, mit seinem hässlichen Scout-Gewehr, ey. Kann sich mal verpissen. Ja, Mann, dafür kriegt er erstmal eine Granate ins Gesicht. Ich kuschel mit dem Stacheldraht. Oh, ist ja mal gut, ey. Sag mal, man kann sich aber auch selber töten, ne? Wenn man das so macht. Wer ist hier? In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Ja, cool. Ich nehm's einfach mal. Der Feind hat die Taube gebaut. Jo, hab zwar keine Ahnung, was ich hier mache, aber wir testen das mal aus. Ich kann das ja auch nicht mehr rückgängig machen, wenn ich einmal die Elite-Klasse aufgehoben habe. Also rückgängig machen kann ich es nur, indem ich sterbe. Ansonsten bin ich jetzt ein Flametrooper. Da sind sie doch schon. Komm her. Sehr gut. Einmal flambierter Soldat, bitte. Zum Mitnehmen. Ich glaube, auch die Map ist eigentlich ganz geil für diese Elite-Klasse, weil die ist relativ klein und eng und ich kann da einfach mal reinrennen und den Typen mal geben. Was geht ab? Schade. Mensch, ich habe gedacht, ich halte echt ein bisschen mehr aus und kann jetzt volle Kanamok laufen. Ich glaube, die zwei habe ich ja noch mitgenommen, aber der dritte, der hat mir echt gegeben. Schade, schade, schade. Ein kurzes Vergnügen. Ich glaube, wenn man damit ein bisschen übt, dann kann das schon ziemlich geil kommen. Der hat ja auch irgendwie Granaten gehabt. Das habe ich jetzt leider nicht mehr ausprobieren können. Ich weiß es gar nicht genau, ob das besondere Granaten sind oder normale. Der Feind hat die Taube freigelassen. Boah, entspannt euch. Der Feind hat die Taube verloren.
Oh nein! Mann, ey, ich hab den doch noch gesehen. Guck mal, wie steht's? Wie steht's? 6-3. Okay. Also gar nicht so viele Spieler. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele hier mitspielen können. Ganz drauf geachtet. Aber gut, so riesig ist die Map ja auch nicht. Die ist jetzt sowieso ein bisschen engräumiger. Wir haben die Taube geborgen. Wir haben sie geborgen, aber wo ist sie? Oh! Oh! Nein! Oh, hätte ich das 2 Sekunden früher gesehen und hätte mich irgendwie noch in Deckung verstecken können, ne? Oh, dummer Fehler, ganz dummer Fehler. Oder was meinst du, William 666? Der Feind hat die Taube gebaut. Ja, schreien wir ein bisschen rum. Granate! Richard, hier! Wir haben die Taube geborgen. Oh. Oh! Mann, ey! Ich bin echt zu offensiv, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich sollte echt mal einen Gang runterschalten hier im Dickicht. Genau, sind wir eher. Einfach mal chillen. Aber ich kann es mal wieder nicht sein lassen. Aber das hat funktioniert. Oder auch nicht. Na gut, schon, aber den letzten, den habe ich übersehen. Da kam wieder das gute alte Nachladesyndrom. Das Gefühl, nach jedem Kill unbedingt nachladen zu wollen. Wir müssen noch eine Taube abliefern. Was schreist du da rum wie so eine Frau? Granate ist raus, aufpassen! Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Hier ist Munition. Da ist auch einer. Der Feind hat die Taube geborgen. Da hast du gedacht, das gibt mir jetzt, ne, mit der Gasgranate. Ist aber falsch gedacht, mein Freund. Frische Munition. Fresh Money. Oh. Na komm, den holen wir uns. In Silent Mode, Kollege. In Silent Mode. Komm, den klaue ich dir noch. Auch nicht. Aufpassen, Granate raus! In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützen-Kit. Tut mir leid, Homie. Ich hab dir den Kill versaut. Jetzt ist er weg. Die Taube hat die Nachricht des Feindes zugestellt. Was? Die Taube hat die Nachricht des Feindes zugestellt? Muss die irgendwo ankommen? Ach, kommt dann die Luftangriffe, oder? Da sind noch einige Fragen zu klären. Oh, shit. Geortet. Was ist denn? Ich höre Schritte. Von links, von rechts. Oh. Autorevolver, okay. Wir haben die Taube geborgen. Was? Nein! Wo ist er? Der schießt auf mich. Da war doch jemand. Nein! Nein! Oh! Ich wollte da gerade hochklettern und dann... Ja, habt ihr ja gesehen. Hm. Aber positiv denken, positiv denken. Na? Hier meine Kollegen auflauern. Oh, so wie er es gemacht hat mit dir. Der Feind hat die Taube geborgen. Abgestochen hat er mich. Oh, ihr mit euren Gasgranaten. Oh. Wir haben die Taube geborgen. Da ist noch einer. Da ist. War? Ist? War. Wir haben die Taube freigelassen.
Wo sind die Gegner? Ich glaube, ich höre Gegner. Nee, Freunde. Ich muss aber auch echt mal gucken, dass ich die Steuerung noch ein bisschen sensibler mache. Sieg. Wir haben gewonnen. Ah, 14-10, schon mal besser als die erste Runde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe wieder ein wenig mehr verstanden als vorher von dem Modus. Fragen sind auf jeden Fall immer noch genug da, aber deswegen wird weitergezockt. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.